Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Kombinierer Johannes Reizek führte das deutsche Aufgebot an Urheberrecht. Getty Images in Seefeld wird mit einer großen Feier die nordische Ski-WM eröffnet. Johannes Reizek führt das deutsche Aufgebot an. Stargast ein weltberühmter Geiger. Mit einer prächtigen Eröffnungsfeier im tief verschneiten Seefeld haben am Mittwochabend die nordischen Ski-Weltmeisterschaften begonnen. Gianfranco Casper, Präsident des Weltskiverbandes FIS, erklärte die Titelkämpfe um 19.19 Uhr für eröffnet. Fahnenträger der deutschen Mannschaft, die mit großen Zielen nach Österreich gereist ist, war Johannes Reizek, Rekordweltmeister in der nordischen Kombination. Ich bin überzeugt, dass wir großartige Meisterschaften sehen werden, sagte der 75-jährige Casper. Bis zum 3. März werden im Skispringen, Skilanglauf und in der Kombination 22 Titel vergeben. Austragungsort ist neben Seefeld die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Am dortigen Berg Liese gehen die Sprung- und Kombinationswettbewerbe von der Großschanze über die Bühne. David Gerrit, Geiggast bei der Eröffnungsfeier, war Stargeiger David Gerrit, der seine Interpretation des Titelthemas aus dem Boxepos Rocky 3 präsentierte. Punkt. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden. Anzeige auf der Medal Plaza im Zentrum von Seefeld waren 200.000 Swarovski-Kristalle verbaut worden, die für ein einzigartiges Funkeln sorgten.